herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Satisfactory. Liebe Freunde, ich bin heute wieder strobend. Wie ihr seht, ich habe hier einen Knopf drin und hier habe ich keinen Knopf drin. Das liegt mal wieder daran, dass ich die Kleine in Obhut habe. Die schläft allerdings und da habe ich gedacht, die Zeit nutze ich, um mit euch ein Stück weit hier in Satisfactory voranzukommen. Ich will mal probieren, ob ich das so einigermaßen reinbekomme hier, dass ich auch noch das Babyphone so ein Stück weit höre. Deswegen, den lege ich hier ganz locker drauf. Ja, sonst ist das für mich so ein bisschen auch ungewöhnlich in dem Hören. Und ich wollte das Headset nicht unbedingt wieder aufsetzen. Liebe Leute, hier wird ein bisschen produziert. Wunderbar, hier wird ein bisschen Beton produziert. Und wenn ich hier einmal kurz mit euch ins Menü reingehe, dann seht ihr, wir sind voll geladen mit entsprechenden Sachen. Ich will hier wohl nochmal modulare Rahmen. Ich glaube, die modularen Rahmen haben wir noch nicht als Produktion. Das ist aber nicht dramatisch. Ich will noch ein paar modulare Rahmen nachbauen. Außerdem habe ich hier eine Elektroschnecke und ein bisschen was anderes noch eingesammelt, was ich noch ablegen möchte. Und wir haben sogar noch Blätter. Wo haben wir denn Blätter her? Ach ja, genau, vom Wegholzen, glaube ich. Ne? Die packen wir unten rein, die Blätter. Ich glaube, die waren hier auf der Außenseite. Nein, hier haben wir noch Holz. Da seht ihr, das letzte Holz ist gerade weggegangen, aber wir haben ja hier noch diese Blätter. So, wir gehen nochmal ganz kurz hoch. Und zwar möchte ich, bevor wir zum eigentlichen Wesentlichen kommen, möchte ich ganz kurz diese modularen Rahmen noch abbauen. Ich habe hier übrigens mir die Freiheit genommen, offscreen noch ein wenig nachzuproduzieren. Wir haben wieder 50 intelligente Beschichtungen. Und wir lassen das mal nachlaufen. Ich denke, wir nehmen die 60 hier und wir nehmen, ja, meinetwegen die 33 hier. Das sind die beiden Sachen, die wir da noch reinpacken. Zack. Und hier noch. Dann kann das weiterlaufen. Denn die anderen 50, die habe ich hier gepackt, liebe Freunde. Hier sind sie. Da packen wir jetzt oben drauf, denn packen sie oben drauf. Achso, das geht in 50er-Stacks, okay. Denn, wie ihr seht, Phase 2 benötigen wir natürlich entsprechende intelligente Beschichtung. Das lassen wir so ein bisschen Standby laufen. Was ich natürlich möchte, ist das hier reinpacken, die Blätter reinpacken, um noch ein bisschen Luft zu haben. Ihr seht, wir haben ein bisschen Blech. Und dieses Kupferblech, ich hoffe, es reicht, sind 300. Das müsste eigentlich. Wir haben ein paar verstärkte Stahlplatten. Wir brauchen noch ein paar modulare Rahmen. Und ich gehe hier mal kurz ran und will hier nochmal ein paar modulare Rahmen herstellen. Das kann wichtig werden für das, was ich als nächstes mit euch vorhabe. Und wie ihr wisst, haben wir schlussendlich schon ein paar Probleme mit Energie. Ja, ich bin immer wieder häufiger auch offscreen am Farmen, Holz, Blätter. Ihr kennt das ganze Spiel, um unsere Biogeneratoren aufrechtzuerhalten, damit wir die Produktion aufrechterhalten. Das funktioniert bis jetzt noch ganz gut. Allerdings werden wir auf lange Sicht damit richtig Probleme bekommen. Spätestens dann, wenn wir die große Fabrikatorenfabrik irgendwann aufstellen wollen, dann werden wir Energieprobleme bekommen. Und das werde ich mit Biogeneratoren definitiv nicht mehr hinbekommen. Aus diesem Grund habe ich mir natürlich Folgendes überlegt. Wir werden auf Kohleenergie umsteigen. Und dazu habe ich mir natürlich auch ein Konzept überlegt. Ihr wisst, oben haben wir das Konzept der Fabrikatoren. Der Konstruktor, nicht der Fabrikatoren, habe ich so ein bisschen aufgebaut. Wir haben die kleine Fabrik so ein bisschen schon aufgebaut. Und ja, da gibt es natürlich noch Optimierungsbedarf. Unten die Schmelzen sind vielleicht nicht ganz so optimal bestückt. Da gab es den einen oder anderen Hinweis, dass man ja schließlich auch die... jetzt sind wir zu Ende. Das ist gut. Es passt alles. Wir haben noch ein paar Stangen, aber die müssen wir noch einsacken. Gab es natürlich den Hinweis, so machst du das aber ineffizient. Völlig richtig. Völlig korrekt. Das ist so völlig ineffizient. Schlussendlich bedeutet das für mich ja auch nur, dass wir da noch definitiv Optimierungsbedarf haben. Spätestens dann, wenn oben die Ressourcen quasi so schnell verbraucht werden, dass wir sie nicht nachliefern können, dann müssen wir umstrukturieren. Das ist ganz klar. Was ich mit euch jetzt machen möchte in dieser Folge und wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen, weil das wird ein recht größeres Projekt, ist, dass wir einmal ganz kurz gucken, was wir als nächsten Meilenstein haben. Ich glaube, wir haben noch keinen ausgewählt. Logistik 3? Nein, das war es nicht. Oh doch, wir haben schon, ne?
Und ich glaube, das ist sogar sehr, sehr gut. Fahrzeugtransport. Genauso sieht es aus. Wir können Schlepper bauen. Ja, und das will ich mit euch vornehmen. Und ihr habt es jetzt gerade schon gesehen. Dieses große Gebilde da oben, das habe ich natürlich schon mal vorbereitet. Ja, und da gehen wir jetzt hoch, weil ich euch das erklären möchte, was wir denn da oben vorhaben. Unter anderem habe ich nach den Fahrzeugen, weil wir diese Fahrzeuge, oder ich will das Fahrzeug entsprechend vorbeladen, damit wir genügend Ressourcen mitnehmen können für das, was wir hier vorhaben. Und zwar nicht hier an dieser Stelle per se, sondern an einer anderen Stelle. Und ihr seht, wie großflächig das Ganze hier schon ist. Das ist noch nicht fertig, ja. Ihr seht hier, ich bin noch nicht ganz fertig geworden mit dem Bau, aber ich wollte zumindest schon mal anfangen. Und hier unten seht ihr schon das Erste. Das wird hier unten natürlich entsprechend ausgeleuchtet. Ja, das ist alles noch nicht fertig. Das möchte ich natürlich mit euch machen. Seht ihr hier schon das Erste, was wir haben, nämlich schon ein paar Strukturen unterhalb des Bodens, was oben dazu führen soll, dass wir, jetzt war es aber spannend, ne? Was oben natürlich dazu führen soll, dass wir ein bisschen Platz sparen unterwegs sind. Und jetzt, Leute, schaue ich mit euch mal in die Richtung, um die es geht. Und das hier, ja, dieses hier, das sind normale Kohlegeneratoren. Ja, hier gehen wir kurz ran. Ihr seht, die machen 75 Megawatt einer. Ich glaube, so ein Biogenerator braucht 30. Das heißt, wir haben anderthalb oder sowas, zweieinhalb mit einem Kohlekraftwerk quasi abgedeckt. Brauchen 50 Kubikmeter Wasser und natürlich Kohle schlussendlich an der Stelle. Verbrauch 45 Kubikmeter pro Minute und aktuell haben wir 50 im Speicher. Okay, also wir brauchen 45 Kubikmeter, 50 wäre das Optimum. Weniger, so ein bisschen Sicherheit obendrauf. Das sind alles Werte, die wir schlussendlich noch brauchen. Genau, also ich will mit euch das kurz durchgehen. Das hier, deswegen diese Abgrenzung, ja, das hier wird ein Kohlegenerator-Block. Ich nenne mal Block A. Ich hoffe, wir werden bald die Schilder freischalten. Dann werden wir das hier entsprechend bezeichnen. Und wie ihr seht, ja, dort ist schon mal die Abgrenzung hier per se. Also hier an der Stelle wird das gleiche Spiegel gespiegelt nochmal aufgebaut. Das wird dann entsprechend Block B. Und wenn wir hier ganz nach hinten durchgehen, ja, dann... Und jetzt seht ihr rechts schon, was ich da schon aufgebaut habe. Von da aus kommen wir dann auch gleich weiter. Ja, wird hier quasi der Gang. Das wird der Mittelgang oder Hauptgang. Ich denke, hier werde ich noch einen zweiten Gang einbauen. Und dann wird das quasi, was hier ist, gespiegelt nochmal hier rübergeführt. Und dann kann es Block C und Block D an der Stelle geben. Und alles andere, was wir nicht brauchen, das werden wir erstmal runternehmen. Ich denke, vier Blöcke sollten erstmal ausreichend sein. Denn wir haben hier oben Flüssigkeitsspeicher. Hier werden wir Wasser zuführen. Ja, da kommen wir gleich zu. Warum, wieso, weshalb? Und dieser Flüssigkeitsspeicher steht etwas erhöht, damit, wenn der voll ist und irgendwas sein sollte, wir auch die Flüssigkeit hier noch ein bisschen drin haben, dass hier noch ein bisschen was abfließen kann, damit die noch einigermaßen versorgt sind, falls wir Schwankungen in unserem System haben, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe. Das Ganze ist hier auf zwei Pipelines aufgeteilt. Ich will noch mal ganz kurz reingucken. Ich glaube, man kann es sehen. Genau, wir haben hier 400 Kubikmeter Flüssigkeit, die wir lagern können. Diesen Flüssigkeitsspeicher, dieser Flüssigkeitsspeicher, also es ist Gespülmodus, okay, nee, das wollen wir nicht. Wir können hier sehen die Füllrate und die Abflussrate und das, was quasi netto reingeht, ob wir den Speicher auffüllen oder ob er halt runtergeht. Ja, das ist quasi das Ergebnis dadurch. Im Moment nicht spannend, aber wenn wir weitergehen, dann sehen wir, dass diese Pipelines leicht erhöht sind und wir haben jeweils einen Anschluss an jedem Kohlegenerator plus die Zuführung der Kohle, die von unten nachher erfolgen wird. Das heißt, auch unterhalb werden wir einen gewissen Speicher, einen gewissen Zentralspeicher für Kohle nachher aufbauen, der entsprechend beschickt wird und von dort aus dann entsprechend verteilt wird. Ob ich das mit einzelnen, also mit den normalen Lagerbehältern mache, wo haben wir sie? Ne, Organisation ist das, also diese Lagercontainer, oder ob wir noch die erweiterten Lagercontainer, also die Doppellagercontainer nehmen, das werde ich später entscheiden. Mal gucken, ob das ein oder andere ausreicht. Nichtsdestotrotz, was machen wir? Wir wollen jetzt erstmal den Block A komplett aufbauen. Ja, da wollte ich euch jetzt nicht vor vollendete Tatsachen stellen und sagen, hier, da ist der Block und fertig und jetzt ist mit euch erledigt. Ja, nein, tatsächlich nicht.
Ich habe es ein bisschen abgezählt, es kommt nicht immer ganz hin. Ja, also wenn ihr hier so guckt, ja, wir haben da einen kleinen Versatz und nee, doch, es kommt hin. Jetzt sehe ich es auch gerade. Das ist entsprechend auf jede Platte aufgebaut. Und wir werden jetzt hier Tatsache in Summe 8 bzw. 16 Kohlegeneratoren aufbauen. Ob wir die alle befeuern, steht mal außer Frage. Aber wir werden sie jetzt erstmal aufbauen. Ich glaube, das Material sollte an der Stelle ausreichen. Das bedeutet, ich gehe hier mal in unseren Modus zum Bauen und baue hier mal 1, also 2, 3, 4, 5, 6, 7, und 8. Sehr schön. Das gleiche machen wir hier noch. Den bauen wir hier auch noch auf. So. 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 Und so. Oh. Das ist alles verkehrt rum. Natürlich, das macht auch Sinn, das einfach mal verkehrt rum aufzubauen. Natürlich nicht. So, wir müssen hier noch einmal drehen und dann fixieren. So. So. Und... Na, komm, raste ein. Ja, sehr schön. Dann habe ich natürlich im Vorfeld einmal kurz durchgezählt und berechnet, wie viele Flächen wir brauchen für entsprechende Sachen. Und was wir auf jeden Fall jetzt brauchen ist, gut, dass wir die Pipelines sind halt schon gezogen. Was wir jetzt entsprechend brauchen, sind natürlich die Bodenzuführung, die Bodenzugänge. 1, 2, 3, 4. Auch noch mal 1, 2, 3, 4. Und das ist natürlich mehr. Und das Ganze werden wir natürlich auch mit erstmal MK1 Förderer bestücken. Ich denke, das sollte mit MK1-Förderern hier an der Stelle auch ausreichen. Ich werde das gleiche Prinzip verfolgen, liebe Leute. Ich will hier natürlich jetzt nichts pimpen. Ja, ich will diese Generatoren nicht übersteuern. Ich will sie nicht irgendwie hochziehen, ja, weil die Rohrleitung bzw. Ich glaube, wir müssen mal eben ganz kurz gucken. Genau, die maximale Durchflussrate sind 300. Ja, die maximale Durchflussrate sind 300. Und jetzt können wir das hier noch irgendwie suchen, weil wir haben noch eine Suchfunktion, ne? Nee, B. B ist das. N. Ah, Suchfunktion. Ich glaube, hier ist sogar ein Rechner drin. 45 mal 8 sind 360. Habe ich mich verzählt? Ich habe mich tatsächlich verzählt, glaube ich. Es können nur 6 befeuert werden, glaube ich, ne? Es können theoretisch nur 6 befeuert werden. Zumindest mit einer Pipeline. Das ist das Problem. Ja, 300. 6. Okay, da habe ich, glaube ich, einen taktischen Fehler gemacht. Wir schauen mal, ob das so hinkommt oder nicht. Wir schauen mal, ob das so hinkommt oder nicht. Oder ob wir... eine zweite Pipeline quasi ziehen müssen, unten drunter, und dafür noch einen extra Speicher anlegen müssen. Das habe ich ja jetzt gar nicht bedacht, Leute. Wir schließen mal 2 nicht an. Auf jeder Seite schließen wir 2 nicht an. Wir werden jetzt quasi auf 6 gehen. Also wir haben 4 auf dieser Seite, 4, das heißt 2 müssen noch angeschlossen werden. Machen wir jetzt auch. Mensch, da habe ich ja gar nicht. Ich dachte, das wären 400. Ich habe mich da tatsächlich einfach verzählt. Ja, das ist nicht schön. So, wir setzen hier eine Kreuzung rein und wir setzen auch hier eine Kreuzung rein. Das Schöne ist, man kann es so ein bisschen, man sieht es jetzt gerade, da so ein bisschen annehmen. Und dann setzen wir eine Pipeline. Das ist hier im Auto-Modus, wenn ihr durchwählt. Ich habe den Auto-2D-Modus angewählt, dann passt es hier von der Höhe auch einigermaßen.
ich mag das tatsächlich so ein Stückchen geschwungen, wenn das ein Stückchen geschwungen rausläuft und reinläuft. Das gefällt mir sehr gut. Das gleiche machen wir jetzt natürlich auch hier. Gucken, dass wir hier so ein bisschen die Mitte abgreifen. Ein bisschen schräg stellen. So, da haben wir die Mitte. Ja, so. Da haben wir die Mitte. Da haben wir die Mitte. So, und da ist schon angeschlossen. Wunderbar, okay. Dann verbinden wir das. Nee, eins wollte ich nicht. So, dann verbinden wir das Ganze natürlich noch. So, und so. Okay. Das ist okay. Das ist okay. So, wir haben also 6 Stück. Das heißt, wenn wir die volle Last der Rohrleitung quasi nehmen, dann also den vollen Durchsatz der Rohrleitung nehmen, dann sollten wir auf jeder Seite 6 von den Generatoren zum Laufen bringen. Das heißt in Summe pro Block in erster Instanz 12. Und wenn wir das ausrechnen, 12 mal 75, dann haben wir 900 Megawatt in einem Reaktorblock zur Verfügung. Und das ist schon was. Das ist schon in Ordnung. Das ist enorm. Genau. So, jetzt bleibt erstmal nicht mehr viel zu sagen oder viel zu machen. Was wir noch nicht gemacht haben, das ist jetzt, und da sollten wir nochmal einmal nach unten gucken. Deswegen hier vorne ging es noch irgendwo runter. Genau, hier ist der Abgang sozusagen. Was wir noch nicht gemacht haben, deswegen noch ein bisschen Baumaterial übrig behalten. Wir gehen nochmal runter. Ich habe das hier ein bisschen ausgeleuchtet. Das ist nämlich hier die Beschickung. Und Junge, 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 ist da noch einer? Nö, ne? Alles klar. So, was wir noch nicht gemacht haben, ist diese Geschichte. Und ich möchte natürlich mit euch, dass das auch cool aussieht. Ja, ich möchte, dass das cool aussieht. Wir haben jetzt ein Problem, ich kann von hier unten nicht erkennen, wo quasi... Nein, nicht dein Ernst. Du rennst doch jetzt nicht hier die ganze Zeit rum. Hau ab! Weg! Pfui! Geh! So, genau. Ich muss hier nochmal ein Fundament setzen. Und zwar... Nee, wenn nicht Fundament. So, einfach um... Der Gerechtigkeit willen, wollte ich gerade sagen. So... Und dann nochmal einen drunter, bitte. Ah, Moment, so. Und dann... So. Weg. Weg. Und dann setze ich hier nochmal auch im Loop-Modus. Diesen Platten. Das wollte ich jetzt nicht ohne euch machen. So, hier ist jetzt, hier wäre jetzt quasi das Ende. Und dann wäre hier oben irgendwo die Kreuzung. Ne? Das müssen wir gleich nochmal herausfinden, wie das genau ist. Aber schlussendlich sind das hier die, die Versorgungsstränge. Und jetzt ist die Frage, das müssen wir nochmal ausrechnen, ich lasse das mal offen, wie viel wir auf der einen Seite quasi reinfahren müssen in so einen Generator. Und dann sehen wir, wie viel, ob wir ein oder zwei Bänder nehmen können, ja, um das alles nachher zu versorgen. Ich gehe mal von 2 Bändern aus, plus entsprechende Splitter dazwischen, dass da entsprechend Durchsatz ist. Aber das lassen wir nochmal offen. Das lasse ich nochmal offen. Was ich noch nicht offen lasse... Und da müssen wir uns gleich nochmal überlegen, wie wir unser Zentrallager aufbauen.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir von dort kommen. Und warum sage ich, wir kommen von dort? Werden wir gleich herausfinden, glaube ich, ne? Na, vielleicht auch in der nächsten Folge. Mal gucken. Ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde jetzt einmal hier verlängern. Nein, da nicht. Ich werde jetzt einmal hier verlängern. Ich glaube, so ist es korrekt. Hier passt leider nur ein Lagercontainer, wenn ich das richtig weiß. Dann werden wir es erstmal mit einem Lagercontainer machen. Vielleicht reicht das auch völlig aus. Ja, komm, das reicht völlig aus. Wir haben quasi einen Input. Wo wir quasi reingehen können. So, und vielleicht, nee, vielleicht mache ich es doch anders. Vielleicht werden wir das Ganze dann tatsächlich von hier befeuern, ja, aber wir werden die Lagerbank sozusagen hier nach dahin und nach dahin ausrichten. Und das Ganze habe ich mir halt folgendermaßen vorgestellt. Wir werden mal hier vier Lagercontainer bauen. So, eins, zwei, drei. Okay, Boden ist zu steil. Okay, 1, 2, 3, 4. Ne, 1, 2, 3. Hier, doch hier. Hier muss einer hin. So, mir das vorgestellt. Und auch hier lassen wir Platz für 2. Ich will das nochmal eben... Ich will nochmal eben Logistik gucken. Und wir haben hier Förderbandsplitter. Und auch hier möchte ich gucken, das wird wahrscheinlich von da kommen. 1... 2, 3. Na, will er nicht? Jetzt sehe ich diese... So müsste es eigentlich sein. So müsste es eigentlich... Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wenn ich das mache, dann natürlich nicht. So, jetzt aber. So, dann 3 war das. So, das können wir nachher alles noch. Das können wir nachher alles noch aufsplitten, beziehungsweise natürlich, wie ihr das kennt, schon von den anderen Sachen, pimpen und aufwerten. Und deswegen lassen wir das an der Stelle so. Und das Gleiche möchte ich dann nochmal mit dieser Reihe hier machen. Allerdings tatsächlich nur... Stelle. 1, 2, 3, 4, genau. Und dann kommen hier nochmal wieder Lagercontainer. Logistik, Organisation, Lagercontainer. So, okay. Das heißt, wir haben jetzt quasi hier ein kleines mittleres Zentrallager direkt unterhalb der beiden Blöcke installiert. Wenn man das hier so ein bisschen beobachtet, wir werden mal eben ganz kurz einen kleinen Aufgang bauen. Einfach der Sache geschuldet. Ja, ist nicht, weil halbe, ne? Okay, macht aber nichts, brauchen wir nicht. Aber wenn wir hier so gucken, wir haben genau, naja, nicht ganz. Nicht ganz, sitzt nicht genau zentral. Will ich das nochmal umbauen? Ich denke nicht, ich denke nicht. Ich glaube nicht. Oder, und heute, machen wir das eben noch. Ah.
ich glaube, ich werde wahnsinnig, wenn das... Warum mache ich das? Also, ich hab ja vor, da vielleicht nochmal Glaspaneele oder sowas einzubauen. Und einfach um zu gucken, ne, wie es halt einfach läuft, so. Ne? Und deswegen glaube ich, wäre es halt ganz cool, wenn es halt mittig ist. Ne? So hier, das bedeutet, wir machen es jetzt mal ganz stupide. Logistik, Splitter. Machen es mal ganz stupide. Das ist so die Mitte hier, ne? So. Das heißt, wir setzen die hier auf die Kante, so. So müsste es gehen. Und dann hauen wir mal nochmal einen Lagercontainer, weil der ist jetzt natürlich nicht verbunden. Aber das ist ja auch nicht dramatisch. Organisation. So. Und dann bitte nochmal, jetzt ziehen wir das ganze Pferd von hinten auf, ne? Das müsste richtig sein hier. Sieht ein bisschen versetzt aus, ne? Aber es scheint richtig zu sein. Und dann bitte nochmal den Lagercontainer daneben, so. Ist das richtig? So müsste es richtig sein. Okay, ich glaube, so ist es korrekt. Nein, da darf keine Verbindung herrschen. So, das muss jetzt natürlich wieder weg hier. So, erstmal die Lagercontainer hier snappen. Ja, rein. 1, 2, 3. Den bitte umdrehen. 1, 2, 3. Und dann... Ich gehe immer wieder da rein, ne? Ich habe die Dinger doch auf der Kurzweil, aber ich weiß nicht mehr, was Splitter waren. Silber ist Splitter. Also Silber, Splittern, okay. Also ist die 5 der Splitter. Sehen. Das hätte ich fast vergessen. Das wäre schon doof. Ja, ist ein bisschen doof jetzt für euch, ne? Ist ein bisschen hin und her, aber Leute, das gehört dazu. Das ist Satisfactory. Ja. Das wäre ja doof, wenn ich auch für euch alles vorbauen würde. So, verbunden, 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 in der Mitte verbunden. Hier ist links, rechts, links, rechts, links, rechts. Jawohl, sieht gut aus. Und da sind auch alle vier verbunden. Hervorragend. So sieht es ganz gut aus. Jetzt schauen wir, dass uns das zentral ist hier. Das heißt, wir haben hier quasi das zentrale Lager, was dann Reaktorblock 1 und Reaktorblock 2 bzw. A und B bzw. nachher C und D schlussendlich versorgen soll. Für C und D bauen wir natürlich äquivalent genau das gleiche nochmal auf. Das heißt, unsere Zugangsleitung sozusagen, die wiederum wird jetzt hier sein. Das wird die Zugangsleitung sein, sozusagen. Und das würde ich dann einmal sukzessive verlängern. Soweit wie wir können an der Stelle. Genau. Perfekt. So
Liebe Freunde, das bedeutet, ich schalte das nochmal eben ab, das hier ist die Landungszunge und auf dieser Landungszunge wird sich schlussendlich die Kohle bewegen. Ja, das wird die Kohle, die Strecke der Kohle sein. Und wir müssen aber zusätzlich noch die Strecke des Wassers mitplanen. Das kommt ja auch noch dazu. Und das werden wir jetzt zum Ende dieser Folge hier noch eben schnell machen. Die Strecke des Wassers bedeutet, wir haben hier nachher einen Anschluss und wir haben auch hier für den Block einen Anschluss und nachher parallel da. Das heißt, wenn überhaupt, sind es vier Stränge, die wir nachher legen müssen. Vier große Leitungen, die wir da abfahren müssen. Aber, einen Moment, wir müssen einmal gucken. Ich werde das Ganze unten und dann hochpumpen, dass das ein erhöhter Speicher ist. Ja, dass wir das von da aus dann entsprechend hochpumpen. Das heißt, irgendwie werden wir dann noch Pumpen anbauen, die wir da hochlegen werden. Das bedeutet, ich möchte hier auch noch ein Fundament setzen, logischerweise. So. So. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen können. Ob wir hier schon zwei Pumpen anschließen können. Keine Ahnung. Das sind 4 Meter. Ja, das sind 4 Meter, aber ich weiß halt nicht, ob wir hier genügend Druck noch über die Leitung hier entsprechend herbekommen. Das wird wahrscheinlich flach laufen. Für Flachläufer brauchen wir keine Pumpen, aber um es nachher hochzufördern, brauchen wir wieder Pumpen. Von daher baue ich hier jetzt einfach pro forma schon mal ein paar Pumpen ein. Das bedeutet aber auch, dass wir... jetzt ist die Frage, ob wir... Ah ja, okay. Das würde sogar noch funktionieren. So würde es gehen. Ich baue es jetzt einfach mal so, wie ich gerade denke. Ne? Also nicht. So müsste es eigentlich einigermaßen gut aussehen. Und einfach zur Sicherheit würde ich hier jetzt 2 Pumpen einbauen, wenn das noch irgendwie geht. Aha. Das Coole ist, man sieht jetzt, in welche Richtung es fördert. Das wäre in diese Richtung. Genau, das wäre in diese Richtung. Und die Pumpe soll unter Wasser stehen. Das bedeutet, wenn die Pumpe da ist und das Wasser nicht bis da hochreicht, bringt uns das überhaupt nichts. Das bedeutet, ich will hier jetzt noch ein weiteres Stück dazwischen setzen. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Ich hoffe tatsächlich, dass das so funktioniert. Beziehungsweise, ja, wir müssen gucken, ne? Ich überziehe die Folge jetzt ein kleines bisschen. Aber ich denke mir natürlich was dabei. So, wir werden jetzt noch mal Pipeline. So. Und tatsächlich... Das wäre das die richtige? Nee. So wäre es richtig, oder? Nee, so wäre es richtig. So wäre es mittig. Ja, so wäre es mittig. Und das gleiche machen wir jetzt hier nochmal so ganz, ganz stumpf. Ich glaube, so müsste es richtig sein. Ja, Tatsache. Und jetzt werde ich Folgendes machen. Jetzt werden wir tatsächlich hier noch so eine Stütze einbauen. Upsala, entschuldigt bitte. Jetzt werden wir tatsächlich hier noch so eine Stütze einbauen.
So, und? So. So, ich mir das gedacht, wenn hier Flüssigkeit kommt, ja, dann hat die Pumpe entsprechend Kraft und kann die Flüssigkeit hochbringen und theoretisch sogar bis da hinten hinbringen. So, lassen wir es mal. Das sind die Anschlüsse, die wir hier setzen, und alles Weitere machen wir dann. Liebe Freunde, ich wollte schneller vorankommen. Ich wollte tatsächlich schneller vorankommen, aber ich glaube, so sieht das erstmal ganz gut aus, oder? Ich glaube, so sieht das erstmal ganz gut aus. Coole Sache. Kann ich das irgendwie wegmachen? Wie kann ich das wegmachen? Option. Tastenbelegung. Wieder holstern. Unter H ist das. Guck mal an. A. Ja, so kann ich es wegmachen. Das ist cool. Ja, sieht doch erstmal ganz gut aus. Ja, Vorkonstruktion erledigt, liebe Freunde. Und in der nächsten Folge machen wir einfach weiter. Liebe Leute, wenn ihr hier zum ersten Mal eingeschaltet habt, ja, und euch das Ganze gefällt, was ich hier so aufziehe, wenn ihr mein Gameplay toll findet, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Lieben gerne und eure Däumchen unter den Videos. Das wäre total toll. Für euch ist das keine Arbeit. Einfach das kleine Däumchen anklicken. Das pusht mich ein Stückchen. Das freut mich natürlich auch. Und was mich ganz besonders freut, das sind eure Kommentare unter den Videos. Also, wenn ihr Fragen zum Spiel habt, wenn ihr was besser wisst als ich, wenn ihr logischerweise mehr Erfahrung habt als ich, dann haut das in die Kommentare. Ich lese mir das gerne durch. Und natürlich spreche ich und schreibe ich gerne mit euch. Das ist das Ding. Und ja, so ein bisschen Input kann immer helfen. Ja. Mehr bleibt nicht zu sagen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.